Lass uns noch eine Übung zum Kurvenflug machen. Genau. Hallo YouTube, hallo Internet. Steuerst du zusätzlich zur Höhe auch die Querlage. Und wir kommen hier zu... Halte das Gerät gerade vor dir. Aerofly. Du steuerst jetzt Höhenruder und Querruder. Zwei. Nimm nun langsam die Querlage von etwa 30 Grad ein. Okay. Du bist zu hoch. Ja, ich muss dich erstmal begrüßen und so. Die ist auch echt immer streng, deswegen bin ich jetzt mal lieber ruhig. Mehr Querneigung. Ja, Konzentriere dich nun auf das Halten der Flughöhe, während du die Querlage beibehältst. Okay. So, das ist gar nicht mal so einfach. Zumindest wenn man so streng ist dann. Wir wollen ja hier natürlich den guten Flugschüler machen. Okay. Reduziere die Querlage auf null und gehe zum Geradeausflug über. Fliege noch kurz geradeaus. Gut gemacht. Ich übernehme. Etwas genauer und du bekommst 3 Sterne. Ja, war doch gar nicht so schlecht, oder? Finde ich jetzt mal. Mir fehlt ja so ein bisschen die Musik so, die oder so ein irgendwie geschafft oder irgendwie, weiß ich auch nicht. Gut, zurück. Das nächste kommt jetzt ein Vollkreis. Machen wir mal. Lass uns einen Vollkreis nach rechts fliegen. Du hast diesmal volle Kontrolle. Halte das Gerät gerade vor dir. Okay. Du hast jetzt die Kontrolle. Roll sanft nach rechts. Versuche nicht zu steigen oder zu sinken. Boah, so viele Aufgaben auf einmal. Aber wir kriegen das hin. Okay. Schön wäre, fände ich es, wenn ich es hier noch so einen Karrieremodus geben würde, ne? Dass man so, keine Ahnung, im kleinen Flugzeug anfängt. Wenn die Kurve einmal eingeleitet ist, sollte sie fast von alleine mit minimalen Steueränderungen weiterlaufen. Ja. Das hat es mich aus dem Konzept gebracht. Aber naja. Finde das Spiel immer noch klasse. Bin doch schon gespannt auf die nächsten großen Flieger und vor allen Dingen auch dann auf den Freiflug, ne? Was wir dann alles so da anstellen können. Ich hoffe dann, dass es nicht so langweilig wird. So ein Flug. So. Achte auf den Kompass. Wir wollen bei 300 Grad ausleiten, um genau einen Vollkreis zu fliegen. Okay. Gehe nun zum Geradeausflug über. Kurs 300 Grad. Ja. Soll nicht zu hoch werden hier? Fliege noch kurz geradeaus. Okay, 3 Sterne werden es aber wieder nicht, ne? Gut. Ich steuere jetzt wieder. Ich wollte noch korrigieren. Verbessere dich noch etwas für volle 3 Sterne. Ja. Okay. Das soll uns aber reichen. Jetzt kommt Nummer 12. Gas in der Steilkurve. Okay. Lass uns eine Steilkurve fliegen. In der Kurve entsteht zusätzlicher Luftwiderstand. Wir brauchen also mehr Leistung. Du steuerst jetzt das Gas. Deine Aufgabe ist es, das Gas so zu regeln, dass wir keine Geschwindigkeit verlieren. Puh. Ich leite jetzt die Kurve ein. Achte auf die Fluggeschwindigkeit und gib Vollgas. Okay. Aber ich darf auch nicht zu schnell, ne? Achso, über 90. Ja, dann gebe ich immer Vollgas, oder? Aber wir wollen ja ein bisschen regeln. Mal ein bisschen zurück. Boah, so ein geiles Gefühl sein. So eine Schräglage.
Ich leite jetzt die Kurve aus. Du kannst das Gas wieder zurücknehmen. Mehr Gas! Wie, was mehr Gas? Wir sind doch viel zu schnell. Wirklich sehr gut. Ja, ich übernehme jetzt. Das war ein perfekter Flug. Danke. Ja, also so haben wir es dann auch bald durch. Jetzt hier mit 3 Sternen, das freut mich natürlich. Steilkurve. Okay. Das soll sie uns Lass uns eine 360-Grad-Steilkurve fliegen. Du kontrollierst alle Funktionen. Alle? Mhm. Halte das Gerät gerade vor dir. Ja. Du hast jetzt die Kontrolle. Vollgas. Rolle jetzt auf 45 Grad nach rechts. Achte dabei auf die Höhe. Du bist zu hoch. Also energisch ist es schon, ne? Kann man ja nichts sagen. Du bist zu hoch. Ja, ich mach doch schon. Mir geht's wieder, ich bin zu niedrig. Übertreibe es nicht mit der Querneigung. Nee. Ab einem bestimmten Punkt kann man die Höhe nicht mehr halten. Okay. Was war das? Achte auf den Kompass. Wir wollen bei 300 Grad ausleiten. Okay. Rolle schnell zurück zum Geradeausflug. Zielkurs ist 300 Grad. Fliege noch kurz geradeaus. Halte die Flügel waagerecht. Ja. Gerade so. Ich steuere jetzt wieder. Das war ja auch fies mit dem... Du hast es geschafft. Mit dem... Aber es gibt einiges zu verbessern. Bildauswahl, oder? Ja, das war schon okay so. So, Nummer 14. Lass uns steigen und sinken üben. Okay. Zum Steigen benötigt man mehr Leistung, im Sinkflug entsprechend weniger. Du steuerst jetzt das Gas. Ich beginne zu steigen. Ja, nun? Setze Vollgas für einen Steigflug. Ist das dann dieses weiße Feld, dann steigt da Ich gehe da jetzt mal, zum oder? Sinkflug über. Das heißt, wir gehen wieder... Reduziere das Gas auf Leerlauf, um die Geschwindigkeit zu begrenzen. Gas auf Leerlauf. Jawohl. Ich war gerade noch am Überlegen, was Leerlauf ist, aber okay. Das ist dann wohl null. Gut. Ich steuere jetzt wieder. Es hat immer nur... Noch etwas Übung und du hast volle Punkte. Danke. Ist ja mal so, man will ja auch nicht gleich, ne? Du verstehst den Flug, gerade bei Fluglehrern, ja, verstehst ihn falsch und machst das falsch und man stürzt ab. Gut, der kann dann bestimmt noch eingreifen, aber naja. Mal gucken, was jetzt kommt. Lass uns den Steigflug üben. Ja, von mir aus. Hallo? Halte das Gerät gerade vor dir. Ja, mach ich. Du steuerst jetzt Höhenruder und Gas. Hm. Ziehe nun leicht am Höhenruder, um das Steigen einzuleiten. Die Empfehlung für den Steigwinkel ist durch die grüne Markierung gegeben. Verwende Vollgas für einen Steigflug. Hat man ja nicht immer, auch später im Spiel? Oder ist das Steige weiter so? Bis auf 3000 Fuß. Die Fluggeschwindigkeit sollte sich bei etwa 75 Knoten einpendeln. Okay. Ja, heute ist ja nicht nur Mulboa. Steige nicht zu steil, sonst wirst du zu langsam, was zu einem Strömungsabriss führen kann. Okay. Heute ist ja nicht nur Mobile-Tag, denn wir haben ja jetzt den Train Simulator 2016 mit dem Programm, der vor kurzem erschienen ist und konnte ich leider zum Release noch nicht bringen. Und das wollen wir heute nachholen, deswegen kommt heute am Mobile-Tag mal ausnahmsweise auch der Train Simulator, der eigentlich schon draußen ist. Ja. Wirklich sehr gut. Ich übernehme jetzt. Ja, okay. Sehr gut. Viel besser geht es nicht. Ich weiß. Und,
Morgen wird es dann auch noch einen Teil dazu geben. Ich übe mich da mit der Dampflok zu fahren, was gar nicht so einfach ist. Und ich muss zugeben, ich werde auf jeden Fall dann in Zukunft auch nochmal hier mir anschauen. Da gibt es noch so ein Tutorial, ne, für die Dampflok. Lass uns nun den Sinkflug aber das ist ein anderes Thema. Ist dann auch für reduziere den PC das Gas und benutze das Höhenruder, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Halte das Gerät gerade vor dir. Okay. Du steuerst jetzt Höhenruder und Gas. Reduziere das Gas auf Leerlauf, um den Sinkflug einzuleiten. Okay. Lass das Flugzeug die Nase nach unten nehmen. Hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass man wirklich dann eine komplette Beschleunige. Motor stoppt. Sinke konstant weiter bis auf 2000 Fuß. Halte die Geschwindigkeit bei 90 Knoten. Da müssen wir ein bisschen weniger schneller. Gas. Ja, was denn nu? Okay, volle Konzentration. Weniger Gas. Echt jetzt? Für einen konstanten Sinkflug sind nur kleine Höhenruderkorrekturen nötig. Mhm. Ich mache da mal meistens immer im Steilflug und dann auf die Höhe, aber ist sicherlich nicht so praxisgerecht, ne? Sinkt bis auf 2000. Darf ich den mehr? Nee, ne? Dann gibt's wieder Ärger. Nee, lassen wir mal lieber. Sonst schimpft sie gleich wieder. Ja, mit dem Joystick wird es einfacher. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Weniger Gas. Ja, okay, okay. Dann doch lieber ein bisschen runtergehen, wenn wir jetzt. Gut. Ich steuere jetzt wieder. Okay. Noch etwas Übung und du hast volle Punkte. Danke. So, dann sind wir jetzt Startübung. Ja, cool. Gut. Lass uns üben, wie man startet. Klasse. Ich halte die Richtung, damit du dich ganz auf das Abheben und Steigen konzentrieren kannst. Ich setze die Klappen auf 10 Grad. Halte das Gerät gerade vor dir. Du steuerst jetzt Höhenruder und Gas. Gib Vollgas, um zu beschleunigen. Okay. Das aufregt YouTube. Wann kann ich hochziehen? Bei 64 Knoten beginnst du zu ziehen, um abzuheben. Okay. Hebe jetzt ab. Wir fliegen. Super. Wir sind in der Luft. Halte die Geschwindigkeit bei 75 Knoten. Steige gleichmäßig. So. Im Steigflug wird die Geschwindigkeit mit dem Höhenruder gesteuert. Steige weniger steil. Ja. Geschwindigkeit zu niedrig. Ja, wir sind immer voller Leistung. Da muss ich ein bisschen runtergehen. So. Steige weiter bis auf 1500 Fuß. Ich glaube, so 74 haben wir jetzt, ne? Moment. Nicht mehr steigen. Okay. Gut gemacht. Ich übernehme. Immer wenn's. Verbessere dich noch etwas für volle 3 Sterne. Ja, also. Ist ja ganz nett, man kann die übrigens auch immer wieder durchlaufen, ne? Das geht dann auch. So, jetzt muss ich alles alleine machen, okay. Lass uns noch einmal starten. Dieses Mal hast du volle Kontrolle, auch über die Richtung. Okay. Achso, Motor. Halte das Gerät schon gerade vor dir. Ja, habe ich. Du hast jetzt die Kontrolle. Wurde ja auch Zeit. So. Setze die Klappen auf 10 Grad. Schnall die an, Baby. Setze die Klappen korrekt. Was denn für 10 Grad? Ah, cool. Warum das eigentlich?
Gib Vollgas, um zu beschleunigen. Beginne bei etwa 64 Knoten zu ziehen, um abzuheben. Oh. Mache kleine Richtungskorrekturen, um in der Mitte der Startbahn zu bleiben. Hebe jetzt ab. Ja, ich flieg schon. Super, wir sind in der Luft. Halte die Geschwindigkeit bei 75 Knoten. Korrigiere den Kurs. Ja. Was ist noch nicht mit der Klappe? Das bleibt dann so bei 10 Grad. Und dann geht man dann wieder auf 0, oder? Achte auf den Kurs, indem du den Kompass im Blick behältst. Okay. Schon so ein bisschen unruhig, das kann ja gut, man soll den Kurs halten, deswegen zieht der Grüne. Steige weiter bis auf 1500 Fuß. Korrigiert er dann halt, ne? So. Okay, wir werden dann ohne Fluglehrer unterwegs sind, YouTube, dann nehme ich natürlich auch den linken Platz, wo wir dann mehr Instrumente sehen. So. Gut, ich steuere jetzt wieder. Okay. Noch etwas Übung und du hast volle Punkte. So, was haben wir denn jetzt? 19 sind wir jetzt. Landen, okay, das wird nochmal interessant jetzt. Ich würde aber sagen, das machen wir dann im nächsten Part YouTube und dann haben wir es, das passt ganz gut. Na, dann kommen wir noch so ein bisschen rein, haben das dann quasi durch das Ganze und sind dann, ja, können quasi in den freien Flug gehen. Ne? Also gespannt bin ich, was natürlich auch schwierig ist, finde ich, ist hier zum Beispiel so ein Ding zu fliegen, ne? Also so ein Segelflieger. Ich hoffe, da kriegt man noch so ein bisschen Anleitung dann vielleicht. Den haben wir hier auch freigeschaltet, ist auch nett. Ja, auf jeden Fall, wir wollten auch mal mit der Cessna unterwegs sein und mal gucken, wozu wir da noch Lust haben und wie weit das Ganze dann gehen wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis spätestens nächste Woche. Morgen geht's dann weiter mit, lasst mich mal überlegen, PlayStation PS4 Version und übermorgen dann wieder mit Belgic Profond und natürlich kommt dann auch wieder Euro Truck Simulator und Train Simulator wird auch dabei sein. Also viel Programm. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. YouTube, macht's gut und danke fürs Feedback. Ciao.